So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Ticker, eine neue Folge Ramses Kitchen. Letztens haben wir wieder Pizza getestet von Capital Bra, und zwar die 5 Formaggi. Ihr kennt ja vielleicht die Quattro Formaggi mit 4 verschiedenen Käsesorten. Capital Bra war der Banger vom Ideengehalt her und dachte sich, wir bringen mal die 5 Formaggi raus. Das klingt nicht nur lustig, das fällt nicht nur auf, das schmeckt auch, denn ich glaube, es gab bisher noch keine Capital Bra Pizza, die mir nicht geschmeckt hat. Ich bin kein Freund von der Musik. Ich finde den Typen auch nicht gerade krass, ne? Der Tee war in Ordnung, die Pizza war in Ordnung, aber ansonsten scheint er voll das Drogenopfer zu sein, wie man jetzt aus dem Bushido-Diss-Track hört. Das aber viel zu viel Hintergrundstory zu den Capital Bra Pizzen, denn heute geht es um eine weitere 5 Käse, aber nicht von Capital Bra, sondern von Wagner. Also Capital Wagner oder Wagner Bra, könnt ihr euch aussuchen. Echt Wagner, echte Verantwortung, ein nachhaltiger Anbau. Eigentlich ist ja Wagner-Pizza so gar nichts Besonderes. Es ist keine Influenza-Pizza und so hin und her. Thomas hatte, glaube ich, auch mal geschrieben, jetzt wird es aber an der Zeit, mal alle Dr. Oetker-Pizzen zu probieren. Aber ich möchte immer nur bestimmte Sorten, bestimmte scharfe Sachen oder halt irgendwelche extrem außergewöhnlichen. Das interessiert mich jetzt aber, weil das eben eine 5 Käse ist, die mal im Vergleich zu der Capital Bra 5 Formaggi zu testen. Wagner ist ja eine gute Sorte, ne? Haben letztens auch im Stream, war auch eine Frau Wagner da. Hab ich auch gesagt, ich bedanke mich für die guten Pizzen, die sie immer machen, Frau Wagner. War eigentlich total sinnlos, aber okay. Wir packen die mal kurz hier aus. Ich weiß nicht warum, aber gefühlt, ist das jetzt neu, dass auf jeder Wagner-Pizza immer so fladengrüne Soße ist? Das müsste jetzt aber wahrscheinlich Käse sein. Aber ansonsten haben viele Wagner-Pizzen, glaube ich, momentan immer so grüne Soßenhäufchen drauf mit verbesserter Rezeptur. Was sind das jetzt überhaupt für Sorten? Käse, was steht denn da drauf? Irgendwo müsste doch was. Bla, 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 keine Ahnung, das interessiert, wo stehen denn die Käsesorten? Das kann doch nicht sein, dass man die hier sich irgendwo, ist auf jeden Fall mit 5 Käse mit Kräutern. So, echt Wagner, das braucht man nicht, das auch nicht, 5 Käse, luftig, ah hier. Das luftig-krosse Geschmackserlebnis. Unser besonders luftig-krosser Boden ist belegt mit 5 beliebten Käsesorten. Zart schmelzender Mozzarella, aromatischer Emmentaler, milder Edamer, würziger Hartkäse und eine leckere Blau-Schimmelkäse-Creme mit Basilikum auf eine Soße aus sonnengereiften Tomaten. Also, Blauschimmelkäsecreme, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen und dann schauen wir mal, wie die schmeckt. Käsepizzen sind halt immer so ein Ding. Mir fehlt da meistens was. Ich brauche eher eine fette, wurstige Salami-Pizza. Aber manche Käsepizzen waren auch schon gut. Mal gucken, was die kann. So, die Pizza ist jetzt fertig und ist heiß, ist auf dem Teller und es riecht total nach Käse. Also hier kommt eine richtige Käsemuchte hoch, ja. Ich hoffe, das sind nicht die Füße. Nein, es müsste der Käse auf der Pizza sein. Fürs Thumbnail wollen wir das natürlich auch mal kurz reinhalten und mal zeigen, diese leckere Pizza. So, von Capital Wagner Bra, die neue Firma, die Backfrische, die Bababa Backfrische, jetzt neu. Also, der Boden ist auf jeden Fall schön knusprig, das habe ich gerade schon gemerkt beim Schneiden. Das hat sich sehr gut angefühlt. Pupsi hat gesagt, sie würde die gerne noch ein bisschen drin lassen. Ich habe gesagt, nee, ich mag die immer, wenn sie noch ein bisschen durchhängt. Nicht, dass sie so stocksteif ist, die muss noch ein bisschen hängen, aber darf nicht zu lapprig sein. Wir beißen jetzt einfach mal vorne in die Spitze und gucken mal, ob wir den ultimativen Käsegenuss erfahren. Der Käse zieht sich auf jeden Fall. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und der Boden weiterhin schön knusprig, wie ein Keks, wie ein Keksteig. Und die Tomatensoße schön fruchtig, das passt auch. Wir können ja mal direkt hinten in den Rand beißen, weil die Randstücke sind meistens die Sachen. Viele Leute lassen den Rand übrig. Ich will ja niemanden anschauen. Ich esse den eigentlich immer mit, gerade wenn der frisch ist aus dem Ofen, passt das doch. Viele lassen den übrig, kann man den gut essen. Mmh.
Und komischerweise hat der Biss in den Rand jetzt sogar noch besser geschmeckt als der Biss in die Spitze. Weil der Rand einfach übelst schön knusprig und er hat wie so ein Röstaroma gerade gehabt. Also der ist richtig toll. Der Rand gefällt mir wunderbar. Ich glaube, ich nasche nur den Rand ab, den Rest der Pizza lasse ich einfach übrig. Wir müssen aber nochmal uns um den Käse kümmern. Ist das kräftig? Ist das käsig? Taugt das wirklich was? Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht die krasseste und beste Käsepizza, die ich je hatte. Aber sie ist schon verdammt nah dran, denn ich habe schon so viele andere gegessen, die deutlich schlechter waren, ob es vom Rand her war, ob es vom Geschmack an sich war, ob es von der Käsepräsentation war. Ich finde den Käse gut, ich finde ihn präsent, er ist kräftig, der haut rein, du merkst, du isst eine Käsepizza mit einem schönen Rand dazu, mit einer fruchtigen Tomatensoße. Die Original Wagner Backfrische, 5 Käse mit Kräutern und Blauschimmelkäsecreme. Ist auf jeden Fall genial. Würde ich auch nochmal kaufen, würde ich auch nochmal essen. So für zwischendurch geh die alle mal. Ich habe jetzt hier noch so eine kleine Fruity Habanero Hot Sauce. Weil das ist ja auch so wie Tabasco. Ich mache mir immer gern Tabasco auf Pizzen. Ich werde das Stück jetzt hier vernaschen. Und dann gleich mal gucken, wie die Fruity Habanero Hot Sauce da drauf mundet. Hier von Max Adlerson. Die hat mir übrigens der Fahrer geschenkt. Und dazu habe ich schon mal ein Einzelvideo gemacht und die getestet. Aber das Einzelvideo muss ich erst noch aufnehmen, muss aber dann vor dem Video erscheinen. Das ist sinnvoll. So, wir haben uns jetzt ein neues Stück hier genommen. Machen jetzt mal die Fruity Habanero Hot Sauce. Wo Hot Sauce draufsteht. Fruchtig soll die auch sein. Passt vielleicht dazu. Die ist halt sehr flüssig. Aber so als eine Tabasco-Soße, so eine Eigenschaft einer Tabasco-Soße hatte ja trotzdem. Knallen wir uns mal da drauf, probieren wir damit. Kann man dazu essen? Schmeckt halt jetzt viel nach der Soße. Ich glaube, ohne die Soße hat die Pizza natürlich besser geschmeckt, wenn du eine reine Käsepizza willst. So hast du jetzt eine Habanero-Pizza. Aber es kombiniert sich zu irgendwas Besonderem. Wenn du den Geschmack magst von der Soße, kannst du das auch auf der Pizza so dazu essen. Jetzt läuft es auch nicht mehr runter. Braucht es also nicht unbedingt, aber die ist auf, die muss eh leer gemacht werden. Also kannst du auf die Pizza draufhauen. Das war es ansonsten jetzt von meiner Seite aus. Was ist eure Lieblingspizza-Firma? Ist das hier Oetker? Ist das Wagner? Ist das was ganz anderes? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mm-hmm.